Das ist alles, was mir geblieben ist. Ja, heute am 4.7. in den frühen Morgenstunden ist es in der Stadtzelle und im Landkreiszelle zu einer größer angelegten Durchsuchungsaktion gekommen. Dabei wurden mehrere Objekte nach Betäubungsmitteln und nach Bargeld durchsucht. Die Ermittlungsverfahren, die sich gegen 4 weibliche und 5 männliche Beschuldigte im Alter zwischen 17 und 49 Jahre richten. Da haben wir einen Tatverdacht bezüglich des Handeltreibens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Bei der Durchsuchung ist eine Person leicht am Ellenbogen verletzt worden und ein Hund ist erschossen worden. Wir haben die Tür kaputt gemacht. Da ist nicht mehr zu retten. Natürlich hat er sich erschreckt. Natürlich ist er aufgestanden und hat er geguckt. Und ohne Wenn und Aber haben sie ihn erschossen. Was ich mich. Gucken Sie mal überall hierher. Einmal hat nicht gereicht. Der Sofa ist voll mit Löchern. Und da sind alle Schüsse, meiner Meinung nach. Ja, gegen kurz vor 6 kam das SEK hier angestürmt und hat mit dem Amboss die Tür aufgebrochen. Dabei Scheibe kaputt gemacht. Unser schlafenden Hund, der im Flur drin war, ist dabei erschossen worden. Die beiden Frauen waren oben, erste Geschoss, sind 2 Treppenstufen runter, sind dann zum Boden gedrückt worden und durften sich nicht mehr bewegen. Und währenddessen die Hausdurchsuchung stattgefunden hat, was aber leider nichts ergeben hat, was halt Gott sei Dank nichts ergeben hat. Zeitgleich um 6:30 war die SEK bei mir in der Werkstatt und hat die Werkstatt durchsucht, aber das war ohne Aufbrechen. Da habe ich sie reingelassen, das ging alles normal weiter, wurde auch nichts gefunden. Was dieser, ja, dass dafür ein Hund sterben muss, verstehe ich nicht. Ich soll angeblich Hanfpflanzen angebaut haben, im Dachgeschoss und im Keller. Angeblich sollen sie vor Monaten oder vor Wochen mit der Wärmebildkamera, mit der Drohne, ich weiß es nicht, vorbeigefahren und oben im Dach eine höhere Hitzeentwicklung und im Keller soll auch eine hohe Hitzeentwicklung gewesen sein. Ich habe ihn gefragt, was es soll. Ich sage, oben ist meine Heizung. Ich habe so ein Ausdehnungsgefäß oben drin, was die Hitze erzeugt und es ist ein älteres Haus. Das Dach ist nicht ganz so dicht wie beim neueren. Wir haben auch nichts gefunden. Eine Freundin von ihr, ihr Mann, der soll mit Drogen zu tun gehabt haben. Und die war öfter mit dem Auto hier und so haben die schon lange recherchiert dabei und sie war öfter mit dem Auto hier gewesen. Laut Aussagen soll er Cannabispflanzen und Hanfpflanzen irgendwo in anderen Häusern angebaut haben oder angemietet haben, wo ich nichts von weiß. Und so haben die mich mit involviert und in Verdacht gezogen, dass ich das hier auch machen soll, weil also da Blödsinn ist. Es gab verdeckt geführte Ermittlungen gegen diese Beschuldigten, die dort wohnhaft sind. Und aufgrund dessen wurde durch die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht ein Durchsuchungsbeschluss beantragt, der sich auch auf das Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge stützt. Der hat nichts getan. Er war fröhlich und hat jeden hier im Ansbeck begrüßt und gespielt mit anderen Hunden. Der hat nichts getan.